Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Dulux Minecraft Challenge, bei unserer Bau-Challenge. Bau dich auf! Heute die beiden Häuschen schauen wir uns an. Ich bin mal kurz durchgelaufen, die würden keine Folge füllen, aber ich will ja die so gut wie alle Häuser, die fertig geworden sind, will ich mir angucken. Oder eigentlich alle. Ich hoffe, ich schaffe das auch alle, aber manche sind halt wirklich nur so, ja, so eine Sache von einer Minute. Die mache ich dann mehrere pro Folge. Mal sehen, wie das so hinhauen wird. Vielleicht kriege ich das Haus dann auch noch rein. Auf jeden Fall fangen wir mal mit dem hier an. Das ist von Raiken 85. Schöne Grüße, Raiken. Und du hast hier ein steiles Schrägdach gebaut. Aha, steht da irgendwas? Kann ich nicht erkennen. Okay, egal. Wir schauen uns das mal jetzt von innen an. Und ich setze hier eben nochmal die Sichtweite zurück. Ja, Tür öffnen, schließen. Also du stehst total auf rustikale Gebäude und du hast dich hier total auf Elektronik und Redstone konzentriert. Licht an, Licht aus. Also so ein Redstone-Haus hier quasi. Vielleicht interessiert er dich ja für Elektrotechnik, für Schaltung oder so. Oder dir macht das einfach nur Spaß. Unsichtbare Tür. Das ist ja krass. Eine unsichtbare Tür. Krass, wie geht das denn? Ja, nicht schlecht. Unsichtbare Tür. Krass, nice, nice, nice. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist, aber cool. So, hier ist wieder ein Lichtschalter für den Keller. Lichtschalter und da hast du ein bisschen Ofen. Ist was drin? Machen wir mal rein. Nichts drin. Waschbecken. Mal Hände waschen hier. Mal Waschbecken. Und jetzt ist das Wasser aus. Ja, cool, mit den Pisten hast du das gemacht. Coole Sache. Feuer an, Feuer aus. So, Feuer an. Sozusagen der Ofen hier. Eine Kamin ist das, ne? Eine Kamin. Und zweimal ist Feuer aus. Darf man, glaube ich, nicht zu schnell drücken, weil das Wasser runterläuft. Jetzt. Ja, coole Sache. Hier mit dem, wie heißen die Dinger nochmal? Habe ich es gerade vergessen, aber die brennen ja, wenn die brennen, dann hören die nicht mehr auf zu brennen, ne? Und was haben wir hier noch? Hier haben wir. Ah, okay. Das ist die Toilettenspülung. Einmal hier reinmachen und dann wird das abgeräumt und ausgetauscht. Wie geil. Also coole Elektrik hier in deinem Haus, gefällt mir gut. Schön. Echt nett. Und ja, coole Sache. Schön, dass du mitgemacht hast. Von der Charakterisierung hier kann man eigentlich nur ableiten, dass du dich halt für Technik begeisterst. Ansonsten fällt mir nicht so viel ein. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben. Und das hier oben habe ich noch nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich für dich ein Eingang gewesen. Für die Verkabelung oder was? Oder ist das... Ach, das ist so eine Art Thron? Nee. Kann ich jetzt nicht sagen, was das ist. Keine Ahnung. Vielleicht bist du ja auch nicht ganz fertig geworden. Steht auch nicht fertig dran. Aber die Challenge ist ja schon seit über einer Woche vorbei. Das heißt, ich habe ja gesagt, am 27. fange ich an, deswegen ist das jetzt, geht's hier los, genau wie hier drüben auch. Ich weiß gar nicht, wer hat's gemacht? Dulag Army, ach, unser Dulag Army Freund. Wird ja auch immer öfter gepostet bei Twitter, finde ich richtig cool. Festung von Haus von Pinky Bavaria. Pinky Bavaria aus dem schönen Bayern. Festung der Dulaka, hinter dem Gebild ist ein Geheimgang. Natürlich muss da vor die Seelenkotze stehen und ja, eine Festung. Also hast du das Haus mir gewidmet, unsere Army, cool. Dunkle Neta-Ziegeln hier und die bösen Ender-Truhen mit Diamanten drin. Ein Glowstone in der Ecke und ein Strahl, der in die Luft zeigt. Und hinter dem Bild ist ein Geheimgang. Und was ist oben noch? Gehen wir erstmal oben gucken. Da geht's weiter hoch, richtig cool von der Architektur her, ist schön gemacht. Richtig schöne Burg, kennt man sofort. Hier oben so der Chill-Out-Sitz. Können wir uns mal draufsetzen hier. So. Jö. In der Festung der Dulakana, der Dulak. Und da oben ist das Boxen. Kann man fett zocken hier mit Mucke und so weiter. Die Aussicht ist ja auch nicht schlecht hier. Uiuiui, so viele Häuser noch zum Review, Leute. Ihr habt mir echt was zu tun gegeben. Boah. Krasse Sache. So, es geht hier oben am Turm. Schauen wir mal rein. Da geht's hoch. Wieder die Endertruhe, wieder mit 64 Diamanten.
Schöne Aussicht von hier oben. Schön, schön, schön. Ich glaube, das geht aber gerade. So mit den FPS. Warte mal, ich mach mal eben nochmal Grafikeinstellung. Machen wir nochmal die Sichtweite weit. So. Gucken, ob das gleich geht, ob es flüssig läuft. Sonst können wir es nochmal umstellen. Muss ich jetzt erstmal aufbauen natürlich. Ja, cool. Richtig cool. Die Steinwahl, die du genommen hast, auch nicht jeder gemacht. Aber so die für die Festung ist irgendwie typisch. So, und hier ist der Geheimgang. Ah, ich wollte schon sagen, doch keine. Oha. Der Lavakeller. Die Fußbodenheizung, wie ich finde. Das hätte ich auch gern zu Hause. Wobei, wenn der mal reinhaut, dann ist vorbei. Und diese krassen Lampen wieder hier. Geilomat. Und da geht's noch weiter runter in die Tiefen. Oh. Du bist der beste LP, den ich kenne. Weiter so. Danke dir. Vielen, vielen lieben Dank. Auch fürs Mitmachen. Mit euch macht das ja immer so richtig Laune und was ihr hier alles gebaut habt, ist ja super geil. Kann ich gar nicht oft genug sagen, muss ich in jeder Folge erwähnen, dass ich total stolz bin. Auch wie der Server mittlerweile so aussieht, was aus dem Server, cool, die Truhe als Treppe, was aus dem Server geworden ist mittlerweile, wenn man da mal so durchfliegt, dann sieht das ja schon alles ultra geil aus. Hier, guckt euch das einfach mal an hier, wenn man hier so umschwebt. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt hier, dann können wir noch da drüben... Das kleine Häuschen, das war eins der ersten Häuser, das fertig war. Total süß wieder. Fliegen wir da mal dahin. Das Haus von RCOO, Rico? RC00? RCOO, ne? Mein Haus. Schönes, gemütliches, robustes Haus. Kühlschrank, drücken. Puff. Das Gefrierfach, da kommt der Qualm raus wahrscheinlich. Ja, richtig süß gemacht. Und da geht's runter in den Keller. Okay, kann sein, dass das hier auch wieder weggebackt ist oder so. Aber so auch so ein süßes Häuschen. Von außen so richtig schön, so eine kleine Hütte. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle haben wir jetzt drei Häuser hier gemacht, drei kleinere. Und schön, dass du dabei warst. Lass mal einen Daumen da. Merkt ihr die Namen für die Nominierung. Werden aber nochmal alle dann kommen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Daumen da, wenn es dir gefallen hat. Ciao, ciao, dein Dulag.